So, da bin ich wieder und ich sag jetzt mal eben herzlich willkommen bei World of Warcraft Folge 4. Leider musste ich die erste Aufnahme leider unterbrechen, weil paar Addons richtig veraltet waren und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das passiert ist, weil das war nicht wirklich meine Absicht gewesen. Ich wusste das halt nicht, weil dadurch, dass ich halt krank war, kam ich halt nicht dazu und es kam ja auch neue Patch von World of Warcraft raus. Ich glaube auch die neue Erweiterung kam auch, glaube ich, diesen Monat raus. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ja, und wie ihr seht, er lädt noch und ja, auf jeden Fall ist das gerade richtig. Ja. Irgendwie gerade. Ja. Also, wie gesagt, meine Tasche lädt immer noch, was eigentlich gerade noch blöder ist, wenn ich ehrlich bin. Ich würde gerne mal, ich habe gelesen, wo ich hin müsste, um halt einmal die mein Wappenrock, ja, Wappenrock, irgendwie, ja, zu verbergen. Und da gehe ich jetzt erstmal mit euch hin. Klar, ich habe jetzt im Moment die Tasche noch hier, ja, angezeigt, weil der lädt noch. Oder ich schließe das einfach und warte, bis es fertig geladen ist. Und dann gucke ich. Ist auch gerade richtig blöd, wenn ich ehrlich bin, aber okay, geht halt nicht anders und muss da jetzt so durch. Und ich habe keine Lust, nochmal irgendwie auf irgendeine Art und Weise nochmal ausloggen, obwohl hier sind auch viele Fehlers noch, wie ich sehe. Ja, auf jeden Fall gehen wir hier Ich erst. freue mich auf unsere Reise. Ich weiß nicht, ob das das ist. Das will ich jetzt. Ja, das würde ich gerne für die Schulter und der Wappenrock möchte ich auch gerne nicht angezeigt haben. Dankeschön. Ja, habe ich jetzt auf OK gedrückt? Nein, natürlich nicht, was gerade blöd ist. Das ist gerade, man denkt. Sollen wir zum Geschäft kommen? Ja. Gerne, aber ich würde jetzt mal gerne das. Ach so, ja, ich hätte auf. Hahaha, ich hätte auf Übernehmen klicken müssen. Ja, und. Ja, so, auf jeden Fall ist erstmal das weg. Ja, ich glaube, es wird wirklich ein Tag. Diese Aufnahme wird wirklich eher Laufaufnahme sein, was eigentlich auch schon wieder störend ist und hier steht schon irgendwelche Fehler. Ja. Da müsste ich auch noch mal gucken und ich habe jetzt gerade nicht wirklich Lust. Wobei meine Tasche lädt immer noch nicht. Das ist doch irgendwo ärgerlich. Und ich weiß nicht, gibt es neue Frisuren auch? Ich gehe einmal gucken, weil wenn ich schon mal hier bin, möchte ich auch gerne gucken, ob es auch neue Frisuren gibt. Wäre doch mal vom Vorteil, irgendwie mal nachzuschauen. Hier irgendwie neue Frisuren gibt. Aber ich glaube wohl eher weniger. Nee. Also gibt immer noch nicht. Also es gibt keine. Das heißt immer noch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es die nicht. Ja. Oh, ich laufe gerade. Ja. Ein Moment kurz, ich bin gleich wieder da.
Entschuldigung, tut mir leid, aber ja, ganz ehrlich, entweder muss ich den Spielklient komplett neu laden, weil die Tasche ist ja immer noch nicht angezeigt und das ist gerade richtig ärgerlich, weil ich möchte nicht jetzt nochmal gleich wieder eine Stunde aufnehmen. Kann ich hier irgendwo hinfahren? Das Licht sei mit euch. Nee, ich, also hinfahren nicht. Das Licht segne euch. Nicht, aber auch nicht, ja, irgendwie rumlaufen. Nee. Ach so, muss anders lang gehen. Weil das ist doof, weil ich meine... Tasche gerade nicht sehen kann und ich jetzt auch nicht weiß, wie ich wisst ihr was? Ich werde nochmal das Spiel komplett verlassen und neu starten. Ich glaube, das ist gerade wirklich das Beste, was ich machen kann. Leider. Ja, muss gucken, weil ich muss ja auch irgendwie herausfinden, wie ich was am besten machen kann. So, dann werden wir jetzt noch mal gucken wegen den Add-ons, weil eigentlich ist es ja schon soweit. Egal, wir werden jetzt noch mal gucken. Vielleicht funktioniert das, vielleicht auch nicht. Ansonsten muss ich so spielen, also keine Ahnung. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich wirklich hier, ja, so viele Probleme gerade hier habe. Und das ist nicht beabsichtigt, im Gegenteil. Und ja, ich hoffe, das Laden geht jetzt mal ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, diejenigen, die World of Warcraft spielen, habt ihr auch irgendwelche Probleme? Ah, okay, gut. Der zeigt mir jetzt mal die Sachen wieder hier an. Das ist schon mal klasse. Ja, nicht ganz. Aber das, ja doch, jetzt kann er das anzeigen und er zeigt mir das jetzt auch mal an. Super. Hui, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen erleichtert. Das würde ich gerne verkaufen wollen. Mögen eure Reisen sicher sein. So, jetzt funktioniert auch wieder alles. Super, ich bin stolz auf mich. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich sehr leid, weil wir sind ja, waren ja noch in Darnassus gewesen, haben ja in der Verderbnis waren wir ja auf der Spur gewesen, aber es gab halt nicht wirklich weiter Quests für uns. In Darnassus. Und daher ist wirklich noch immer noch meine Frage, ja, ist denn jetzt die Verderbnis aufgehalten worden oder haben wir es doch geschafft? Ich weiß es jetzt echt nicht, weil ich habe auch keine Ahnung und ich muss erstmal gucken, ab welchem Level ist das denn hier jetzt, wo wir hier sind. Wald von Evelyn, 1 bis 60, Westphal 10. Also wir, ich glaube, wir müssten nach Westphal, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir nach Westphal müssten. Und hier laufen schon Soldaten. Laufen die schon die immer hier lang? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt werde ich auch ständig angeschrieben, was mir gerade nicht wirklich passt.
Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier uns den Flugpunkt holen. Und ich muss eben einmal kurz zurückschreien. Die sind ja auch Quests, aber die werden nicht wirklich leicht sein, oder? Oder die werden doch gern die. Also ich würde schon in Westphal, also hier, ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Westphal rein soll, obwohl, ich weiß auch nicht. Die Hilfe. Die Tiefenschachtmine, Hellenaufruf, Westphal, ach komm, wir nehmen Westphal hier mal an. In Westphal herrschen harte Zeiten. Jetzt, da die Bedrohung durch die Defias beseitigt ist, ist das Gebiet zu einer Zuflucht für Obdachlose und Unterdrückte geworden. Die Verbrechensrate in dieser Region ist astronomisch in die Höhe geschossen, da die Leute sich um Unterschlupf und Nahrung zanken. Und jetzt hört man sogar von Mord. Wenn ihr der Allianz helfen wollt, dann beginnt in Westphal. Meldet euch bei Leutnant Horatio Lane auf Jansens Hof. Ihr findet Westphal direkt westlich des Waldes von Elvin. Horatio ist doch eigentlich. Ziehe den Ehren. Ist Horatio nicht von CSI Miami? Horatio? Ja, eigentlich schon, ne? Also der Name Horatio ist eigentlich ja so gesehen für was Westen, was CSI Miami betrifft. Ja. Sehr, sehr, wie soll ich sagen? Alles sehr mysteriös und bei Sturmwind bin ich freundlich. Danach ist wohlwollend. Ja, ich glaube, ich habe sogar wirklich ein paar Quests in Danassus vergessen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie ihr seht, hatte ich ja Probleme, dass mein Inventar überhaupt mal angezeigt wird. 5 Minuten lang. Ich weiß nicht. Obwohl. Ja, wie gesagt, ich laufe hier schon wieder falsch oder will gleich querfeldein laufen. Aber leider muss ich wirklich doch dem Weg hier folgen. Wobei, ja, hier sind ja keine Gegner, also doch da hinten oder da vorne halt, wo ich dann doch eigentlich doch querfeldein rennen kann. Ja, ist halt wirklich problematisch, weil ich halt nicht reiten kann. Und das ist halt, wo ich selber sagen muss, ja, gut, schön, toll. Wobei, hier gibt's ja auch noch genügend Quests. Egal. Ich werde jetzt erstmal in Westphal gehen, weil laut Map ist das für 5, ab 10, Stufe 10. Und wir sind ja schon 13. Uns fehlen ja jetzt nur noch 2 Level, dann können wir endlich zusammen in eine Inni gehen. Vielleicht klappt es ja diese Folge noch, dass wir da zusammen in die Inni gehen. Oder wenn nicht, dann halt in der nächsten Folge. Ist ja auch dann nicht schlimm. Ja, ich überlege gerade, ob wir hier wirklich questen sollen. Okay, Das Licht sei mit euch. Mord, Grünschnabel. Da, Mord, Grünschnabel. Da seht ihr da auf dem Boden vor uns. Der Mordfall war der Fall, den sie mir gaben. So sieht's aus, Mädchen. Seid vorsichtig. Ey, renn doch nicht jetzt wieder weg. Was kann ich für euch tun? So sieht's aus, Mädchen. Wir haben es mit einem ausgewachsenen Mordfall zu tun. Doppelter Homizid. Einfacher Pferd
sieht. Und was noch schlimmer ist, wir befinden uns hier im Westfall. Hier kann man mit einem einzigen Steinwurf haufenweise Landstreicher erwischen, die ein Motiv gehabt hätten, die Leute und das Pferd um die Ecke zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wer es war, und ich bin ganz bestimmt nicht gerne hier in diesem Loch, um den Tod von ein paar Landbesetzern aufzuklären. Aber ich möchte verdammt sein, wenn ich den Täter nicht dingfest machen kann. Ihr wollt helfen? Dann sprecht mit den Landstreichern, die Vagabunden. Ging alles mit? Okay, wir müssen halt mit euch verschiedenen... ja, hier steht Landstreiner, hier Streuner, ja. Habt ihr gesehen, wer die Brauenwirbels getötet hat? Okay. Anscheinend greift er mich gerade an. Keine Ahnung, warum greift er mich denn an? Ich wollte doch nur eigentlich mehr eigentlich wissen, wer den Mord verübt hat. Habt ihr gesehen, wer die Brauenwirbels getötet hat? Aua. Also irgendwie sind die nicht wirklich gesprächig. Das ist schon der zweite, der mich hier angreift. Also ganz ehrlich, ich will ja nur wissen, wer die Brauenwirbels getötet hat. Aua. Ja, anscheinend kriegt man hier von denen hier wohl nichts raus. Das ist jetzt schon der dritte. Da muss doch hier einer mal vernünftig sein. Und ja, ich will auch nicht wirklich Münzen ausgeben. Aua. Also anscheinend will man mir hier gar nichts sagen, sondern eher streitlustig mich angreifen. Und das ist ja schon, weiß nicht, schon, wieso kotzt er mich voll? Und das ist schon etwas, wo ich sage, mysteriös. Sehr mysteriös. Vielleicht ist der gesprächiger. Nein, natürlich nicht. Warum sollte man das hier auch? Ja. Doch jemanden geben, der mir hier Auskunft geben will. Oder doch nicht? Ja, wie gesagt. Mein Glück ist es, dass man mir nichts sagen will. Autsch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wegen den anderen Spielern. Keine Ahnung. Aber ich will nicht jetzt hier mich durchkämpfen. Hab hier... Also ich glaube eher, ich werde wirklich die vier, für die vier irgendwie, irgendwie doch Münzen ausgeben wollen. Ich versuch's jetzt mal. Oh, einer war schon mal gesprächig. Super. Ist sie auch gesprächig? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Autsch. So. Bist du gesprächig? Ja. Also wir haben den Hinweis Nummer 2. 2 fehlen uns noch. Oh. Na was? Aber abhauen, das können sie alle. Erst prügeln sie ein. Prügeln sie ein und dann hauen sie ab.
Also. Ja, die kann ich nicht ansprechen, weil die kämpfen hier gerade. Also ich versuch's noch einmal und da ganz ehrlich, dann bestätige ich die. Wobei, eigentlich möchte ich niemanden bestechen wollen. Weil so viel ich von jemandem weiß, sind die Reitkosten oder das Reiten erlernen nicht gerade wirklich günstig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich auch gleich irgendwie, ja. Ich hasse es. Ja, und was ich auch erwähnen wollte, ist jetzt, bald kommt ja das neue Add-on raus von, oder die neue Erweiterung von The Elder Scrolls Online. Und da bin ich ja auch mal gespannt, was da ein erwartet. Klar, wir sind noch nicht vom Level her so weit, wo wir sagen können, ja. Jetzt können wir da weitermachen oder halt, ja, ich werde jetzt, hallo? Ach, meine Güte, ey. So, und vielleicht werde ich das auch dann so machen, dass wir halt wirklich, dass ich dann mir das Addon schon mal vorbestelle. Und dann bin ich auf den Trailer gespannt. Und bin auch am überlegen, ob ich das vielleicht auf dem Endstream machen soll. Also den Trailer halt. Oh, wir haben jetzt mal endlich jemanden gefunden, der gesprächig ist. Ach meine Güte. Ja. Was ich auch am überlegen bin, ist halt wirklich mit dem Livestream. Ich hätte es ja diese Woche gemacht. Ich habe jetzt gerade keine Lust. Aua. Geld nimmt er trotzdem, aber na, ja. Hätte ich auch nicht gebraucht. Also ganz ehrlich, da hätte ich auch normal ausfragen können. Ja. Also ich werde nochmal fragen, vielleicht kriege ich noch meinen letzten Hinweis. Ja, schön. Guck doch mal. So. Ich meine Güte. Wieso? Warum? Warum? Ich will doch nur ein paar Informationen haben und nicht gleich hier kämpfen wollen. Aber irgendwie wollen diese obdachlosen Bürgern halt doch nicht wirklich sprechen. Oder sie haben halt wirklich was zu verbergen. Kann ja auch sein. Oder kann auch gut möglich sein. Oh, zum Glück. Wir haben den letzten Hinweis bekommen. Ein Wunder. Und ich dachte erst, ich müsste mich wirklich noch weiter hier rumschlagen, Grüße. Aber gut. Gnolle und Murlocs? Reiner Pferdemist, junge Dame. Das waren keine Gnolle oder Murlocs. Ich habe gesehen, was Gnolle und Murlocs mit ihren Opfern machen. Und so sieht das nicht aus. Zu hübsch, zu perfekt.
Außerdem haben die Brauenwirbels 5 Jahre lang auf diesem Gehöft gehockt. Nein, wer auch immer sie umgebracht hat, hatte einen Grund. Das hier ist Mord, ganz einfach. Und wir werden der Sache auf den Grund gehen. Okay. Und ich kriege einen schönen Gürtel. Und auf heißer Spur der Flusspfoten-Clan. Da wir keine anderen Anhaltspunkte haben, können wir genauso gut auch den Informationen nachgehen, die ihr erhalten habt. Es gibt einige Lager der Flusspfoten-Gnolle hier in der Nähe. Macht sie ausfindig und sucht nach Hinweisen. Bringt mir, was ihr finden könnt. Beschränkt eure Suche auf die Gnolle und die Speer der Flusspfoten. Für die Allianz. Ey, bleib doch mal jetzt hier stehen. So, das nehmen wir an und dann auf den Spuren Murlocks. Ja, egal wie sinnlos ich diese Sache halte, wir müssen allen unseren Anhaltspunkten auf den Grund gehen. Ich möchte, dass ihr euch hinaus zur endlosen Küste im Westen begebt und den Murlocks dort ein wenig einheizt. Versucht, einen Hinweis oder Information aufzuspüren, die etwas Licht in diesen Mordfall bringen können. Kehrt zu mir zurück, falls ihr Erfolg habt. Okay. Seid vorsichtig. Oh, die kann nicht reiten. Aber die hat ein schönes Tier. Ich will auch so ein. Bin ich ehrlich, ich möchte auch so einen haben. Ja, und wie ich sehe, dürfen wir natürlich diese Flusspfoten Clan angreifen. Ich hoffe, die laufen jetzt nicht weg. Natürlich tun sie. Natürlich. Auf jeden Fall habe ich meine 2 Bronze wieder beisammen. Sogar mit Gewinn. Ja. Und wir werden jetzt erstmal hier. Nein, kein Hinweis. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier irgendwie unseren Hinweis bekommen. Und ja. Leinstoff. Ja, man merkt, hier sind sehr viele Spieler jetzt auch schon unterwegs. Druide sogar. Und der mir jetzt gerade irgendwie meine Gegner wegnimmt. Und das ist gerade etwas, was mir nicht wirklich passt. Den kriege ich nicht. Verdammt. Aber das hier, den kriege ich. Natürlich ist das gerade wirklich schwer, hier überhaupt mal die Information zu bekommen. Oder das hin. Ah, okay, wir haben einen Hinweis. Super, wir sind hier schon mal fertig. Weil ich hatte jetzt nicht wirklich Lust, noch länger hier rumzugurken oder rumzulaufen. Und ohne Reiten ist das doch echt mühselig. Und da bin ich froh, wenn ich Level 20 bin, dass ich dann reiten lernen kann und auch mein Reittier benutzen kann und dann ja glücklicherweise dann auch hier reiten kann. Und ich muss halt jetzt erstmal weiterlaufen, weil hier sind die ganzen Murlocks weg. Ja, auf jeden Fall, mich nervt dieses, dass ich hier, laufen muss und nicht reiten kann. Das ist zu weit entfernt. Und ich hoffe, ich kriege jetzt mit dem nächsten meinen Hinweis.
Weil ich möchte nicht wieder so zig Gegner hier. Ja. Wobei, es gibt ja eigentlich ganz schön EP. Könnte ich mich eigentlich glücklich schätzen. Aber ich möchte nicht, dass das wieder so langweilig wird. Und ja, auf jeden Fall wird das wohl doch etwas dauern mit den Hinweisen. Ach. Und uiuiui. Aber uns fehlt noch irgendetwas. Murlocs-Hinweis. Ne, die haben wir immer noch nicht. Ich weiß nicht, was wir da. Ich glaube, wir haben eine Karte bekommen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss gleich mal nachgucken, was wir da bekommen haben. Auf jeden Fall brauchen wir diese verdammten Hinweise. Und ja, es dauert. Es dauert einfach. Ja. Okay. Das war eigentlich nicht so geplant gewesen. Ich wollte mich eigentlich nur heilen. Aber ich habe auch den falschen Button gedrückt. Entschuldigung! Hoffentlich haben wir jetzt den Hinweis. Nein, natürlich nicht. Warum soll es ja auch so einfach sein? Na? Warum so einfach machen, wenn es doch irgendwie komplizierter ist? Und natürlich haben wir wieder keinen Hinweis. Ich weiß echt nicht, wie lange wir hier dann noch hocken. Und dass wir unseren Hinweis halt hier haben. Aber das wird wohl doch etwas dauern. Ah, und wir haben es endlich abgeschlossen. Juhu! Wir können zurückgehen. Ja, also ich weiß noch nicht, immer noch nicht, welche Berufe ich mit ihr machen soll. Wobei Schneidern ist ja irgendwie logisch. Irgendwie. Ui, ein Wolf. Nein, nicht schon wieder. Nein. Auch bitte. Na super. Okay, es ist halt ein Kojote. Der sieht nicht aus wie ein Kojote, wenn ich halt auch nicht wirklich. Ernsthaft. Fängt ja mal wieder gut an, dass man sogar zwei Gegner hintereinander hat. In 11 Minuten bin ich Level 14. Dann können wir endlich in ich kann mit euch in die ersten Dungeon gehen. Und da bin ich ja auch mal gespannt. Wir werden als erstes uns hier den Flugpunkt holen. Wäre sinnvoll oder logisch. Aber ich werde auch gucken, dass wir hier den Gegnern jetzt so größtenteils oder so groß zum größten Teil hier wirklich einen großen Bogen machen, weil das wäre schon irgendwo besser. Die Wildschweine sind gelb, okay. Also tun die mir schon mal nichts. Das ist schon mal gut.
Auf jeden Fall sind hier wirklich viele, viele Gegner, Spieler, nicht Gegner, sondern viele Spieler. Und daher wird es wohl auch sehr schwer sein. Ehre dem König, Freund. Ja. Habt ihr etwas über die Gnolle herausgefunden? Soll das so eine Art Witz sein? Ich lache nämlich nicht. Fetzen vom roten Stoff? Was zur Hölle soll das denn heißen? Da weiß ich doch nicht. Du bist doch derjenige, der hier der Detektiv ist oder der Polizist. Wie läuft die Moloch-Jagd? Na klasse. Ich glaube, davon habe ich einen ganzen Stapel auf meinem Schreibtisch im Wachhaus. Wir stehen also wieder ganz am Anfang. Was wissen wir? Jemand, der gern Geschichten über die Vergangenheit schreibt, hat den Frauenwirbels einen Brief geschickt. Wir stecken anscheinend mitten in einer Geschichte. Okay. Und wir sind natürlich Level 14. Auferstehung, ich glaube, das ist Verbündete. Ein Treffen mit Lu Weishu. Oh Mann, der Arme. Anscheinend haben wir hier einen echten Fall, Grünschnabel. Leider wollen die Anwohner offenbar nicht reden und die Anhaltspunkte, die ihr von den Gnollen und Murlocks gewonnen habt, sind so gut wie wertlos. Wir müssen auf Plan, haltet nach Lu Zweischuh Ausschau, zurückgreifen. Lu Zweischuh ist ein alter Informant von mir, der sich auf dem alten Kürbishof der Brauenwirbels niedergelassen hat. Geht nach Westen zu dem Gehöf und findet heraus, was Lu weiß. Falls er euch irgendwelchen Mumpitz erzählt, sagt ihm, dass Horatio euch schickt. Okay. Ziehe den Ehrenfreund. Yay, noch ein Level, Leute. Und dann können wir wirklich in die Instanz gehen. Das ist schon mal gut. Und ich freue mich sogar drauf, mit euch die erste Inni zu gehen. Immer noch freundlich. Vielleicht hätte ich doch von Anfang an nach Sturmwind gehen sollen. Aber okay. Wir spazieren jetzt mal zum... Moment, Abenteuerführer. Okay. Dunkelküste. Die Blutmytheninsel. Mythoinsel. Mythosinsel. Meine Güte. Doch modern. Nee, ich will jetzt erstmal doch so weiter questen. Ich will jetzt nicht kreuz und quer. Ist für mich gerade sinnlos. Ja, wie ihr seht. Ja. Egal. Egal. Oh je. Ganz ehrlich, wir haben einfach keinen Platz mehr für Horatio, schickt euch. Wie kann ich euch denn helfen? Er ist doch nicht hier, oder? Haha. Er weiß doch sicher, dass ich mich nicht vor ihm versteckt habe. Hab mich nur für ein Weilchen bedeckt gehalten. Versteht ihr? Nein, verstehe ich nicht. Und ich möchte gerne nicht wirklich verarscht werden. Weil wir haben echt nicht dafür die Zeit, wenn ich ehrlich bin. Wir haben echt keine Zeit für irgendwelche Scherzchen oder Kinkerlitzchens. Wie die Made im Speck. Hört zu, eigentlich sollte ich gar nicht mit euch reden, aber ich schulde Horatio den einen oder anderen Gefallen. Ich weiß eigentlich gar nichts darüber, was mit den Braunwirbels passiert ist, aber vielleicht kann ich euch trotzdem weiterhelfen. Lu reicht euch eine große Kiste. Diese Kiste war mein Zuhause, bevor ich reich geworden bin. Jetzt führe ich ein Leben, von dem jeder Landstreicher träumt. Also ihr schnappt euch jetzt mal diese Wohnkiste hier und macht euch auf zum Yango-Schacht südwestlich von hier. Dringt bis ans Ende der Mine vor und versteckt euch dort in der Kiste.
Okay. Na gut, machen wir mal. Ich nehme Kerze. Heißt das nicht, ich nehme Kerze? Okay, bevor diese verdammten Kobolde mir mein Hinkebein verpasst haben, war ich William Pestles bester Kerzenlieferant. Von mir kommt sogar der Ausspruch, ich nehme Kerze. Yep, das war ich. Die Kobolde haben immer gerufen, du nicht nehmen Kerze. Und ich habe geantwortet, ich nehme Kerze. Und ihnen den Schädel eingeschlagen. Jim räumt einen Moment lang. Das waren gute Zeiten, die besten Zeiten. Und jetzt? Ich kann noch nicht mal ohne Hilfe auf die Toilette gehen. Das will ich gar nicht wissen. Wollt ihr mir helfen? Tötet ein paar Kobolde für mich. Ihr solltet einen ganzen Haufen von denen in der Mine hier in der Nähe finden. Ein paar. 12 Kobolde dürfen wir. Naja, hier ist auch noch einer. Den nehmen wir auch. Festmahl oder Hungersnot. Das Leben in Westfall ist schwer, Mädchen. Jeden Tag ist ein Kampf. Manchmal vergehen Wochen zwischen anständigen Mahlzeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig beistehen. Vielleicht könnt ihr ja mit anpacken, Ich backe Matschkuchen und benötige noch ein paar Zutaten. Besorgt mir etwas frischen Matsch vom Kürbisbeet vor dem Haufen und ein paar Kojotenschwänze. Ihr könnt überall in der Wildnis von Westfall Kojoten finden. An die Arbeit, wir haben Mägen zu füllen. Boah, ist das abartig. Wer will denn so einen Kuchen essen? Matschkuchen. Ist das nicht eigentlich mit Schokolade und so? Eigentlich schon, oder? Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Aber Matschkuchen, weiß ich nicht, mit Kojotenschwanz und frischem Matsch, Also ich möchte das ernsthaft nicht essen wollen. Also ganz ehrlich, ich will das auf jeden Fall nicht essen, weil mir sonst wirklich der Magen dreht und ich, glaube ich, dann auf die Toilette gehe und kotzen werde. Ich meine, ich kenne das Rezept für Matschkuchen, aber das heißt, ist ja nicht aus Matsch gemacht, sondern eher mit viel Schokolade oder so. Ich habe keine Ahnung, also. Naja, ich werde jetzt mal einfach mal meine Quests machen und einfach das machen, was sie möchte. Die will frischen Matsch, dann kriegt sie das. Und die will Kojoten zu haben. Den bekommt sie dann auch natürlich. Wobei, alles gut und schön. Aber hier gehen gerade die Kojoten aus. Ich muss gerade wirklich ein bisschen mit mir ringen, ob ich die Quest wirklich machen möchte. Aber ich bin gleich fertig und muss mal ja sehen. Wobei ich mir. Ich will aber am besten. Ich meine, auf dem Bild sieht das ja lecker aus. Weil ich dachte wirklich, das ist Schokolade. Das wäre nur Schokolade, aber. Wenn ich jetzt mal gerade lese,
dass sie Matsch haben will und diese Kojotenschwänze haben will. Nee. Ganz ehrlich. Ich will nicht. Nein. Ich möchte das dann nicht essen. Verdammt, das ist ekelhaft. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Ist doch. Ich werde die Quest später abgeben. Also von daher, alles gut. Ja, und hier hat gerade sich doch verzögert. Ja. Ich bin auf jeden Fall, bin ich echt gespannt, wie die anderen Gebiete wären. Ich weiß nicht, welche Gebiete es noch gibt. Also jetzt, was noch später auf uns zukommt. Und ich werde auch, weil eigentlich wollte ich eine Dämonenjägerin machen. Aber dafür braucht man ein bestimmtes Level. Und den mache ich dann auch, mache ich dann später. Und dann mal schauen, vielleicht bleibe ich bei der Priesterin. Macht die dann halt weiter. Oder ich werde einfach mit euch dann die Dämonenjägerin mit euch weiterspielen. Ich weiß es nicht. Und ich hatte ja schon bei der einen Folge, ich weiß nicht bei welcher Folge ich das gesagt hatte, ich könnte ja eigentlich meine Charakterin auf Stufe 110 oder 120 machen. Aber das wäre eigentlich Verschwendung, weil ich halt nicht weiß, wie ich am besten dann heilen könnte mit dem Charakter. Und wie ich da und auch, ja, es war, wäre eigentlich dann total verschwenderisch, da ihr überhaupt meinen Charakter oder meine Priesterin wirklich auf 120 zu bringen oder 110, da ich ja wirklich nicht weiß, ja, wie das mit den, wie wir das, wie ich dann sie überhaupt heilen soll oder halt, ja, überhaupt spielen soll, weil ich kenne das Spiel, ich kannte das Spiel ja, oder kenne das Spiel ja halt nicht lange und daher, habe ich keine Lust, irgendwie auf irgendwelche Art und Weise halt, ja, dass ich da irgendwie großartig, großartig Probleme habe. Weil es muss ja auch irgendwie dann wieder stimmig sein und wieder passen. Und da muss man ja wissen, was man tut, um einen Charakter so aufzuwerten. Klar, ich könnte da das machen, aber ich würde richtig... Ich selber würde große Probleme haben, diesen Charakter auch irgendwie spielen zu können. Also zumindest als Heilerin das überhaupt vernünftig spielen zu können. Und daher, ja, ist dann halt die Frage, lohnt sich das überhaupt dann noch? Klar, ich möchte gerne eine Dämonenjägerin spielen. Aber wie gesagt, aber ich werte jetzt nicht irgendwie einen Charakter auf, den ich gar nicht richtig spielen kann. Und daher, naja, okay. Und außerdem würde ja auch der Spaß daran verloren gehen, von sich aus zu sagen, guck mal, ich habe zwar diese Stufenaufstiege, bis dass mein ein Charakter von 0 auf 110 direkt ist oder auf 120, sondern ich kann dann sagen, guck mal, ich habe meinen Charakter selber hochgelevelt bis zu den Stufen. Ich glaube, das geht bis Stufe 120. Und ich kann halt selber, von mir aus selber sagen, guck mal Leute, ich habe habe meinen Charakter wirklich selber hochgelevelt und ich habe es halt doch geschafft auf irgendeine Art und Weise
das hinzubekommen. Und ich musste halt nicht wirklich, irgendwelche, wie soll ich das nennen, irgendwer auf irgendwas zurückgreifen, wo ich dann direkt hohen Level habe, aber ich kann die Charakterin dann nicht spielen. Und und das ist halt, wo ich sage, nein, ich bin nun verwende das nicht, ich ziehe einen Charakter selber hoch oder level den Charakter selber. Und ist ja das, was mir am meisten Spaß macht, den Charakter selber hoch zu leveln bis zum Endlevel, auch wenn das vielleicht Monate dauern würde. Ich muss ja auch gucken, dass ich jetzt wirklich schaffe, zweimal die Woche die Let's Plays rauszubringen. Ich muss wirklich das richtig organisieren, welches Let's Play ich als erstes mache. Und ich habe ja zwei Projekte. Einmal das erste Projekt bleibt immer noch The Elder Scrolls Online. Das ist World of Warcraft, ist halt mein zweites Projekt. Und ich will aber, dass dann beides geregelter online gestellt wird und auch aufgenommen wird. Und daher werde ich wirklich mal mir so einen Plan machen, dass ich halt wirklich regelmäßig, also nicht regelmäßig, aber zu den geplanten Zeiten wirklich Tag vorher vielleicht aufnehme und dann an dem Tag auch online setze. Das wäre eigentlich besser gewesen, wäre besser. Und natürlich überlege ich ja auch wegen dem Livestream, ob ich das dann auch vielleicht doch auch machen soll. Aber okay, Festmahl oder Hungersnot. Matschkuchen backen sich nicht von selbst, normalerweise. Mir knurrt schon der Magen, wenn ich euch nur rieche. Ich werde heute Abend fürstlich essen. Ja, tu das. Bitteschön. Aber ich werde den Kuchen nicht essen wollen. Okay, dann die Kerze. Ah, süße Gerechtigkeit. Diese Kobolde abzuschlachten wird mich nicht dazu bringen, wieder wie ein normaler Mensch zu laufen. Und es wird mir auch mit Sicherheit keine Arbeit einbringen. Aber es tut auf jeden Fall verdammt gut. Sim greift in einen schmutzigen alten Beutel. Hier, ich habe da etwas für euch aus meiner Zeit als Koboldjäger. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Ein Schild. Also ich will auf jeden Fall bei Stab bleiben und ja. Ja. Und dann gehen wir halt zu Lou. Lou hält sich die Ohren zu und fängt an laut zu sprechen. Halt, 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 ich will's gar nicht hören, ich will's nicht wissen und egal ist es mir auch. Solche Informationen können einen in der Gegend hier das Leben kosten. Eins kann ich euch noch verraten und das war's dann. Okay. So ein paar Rohlinge sind vor kurzem auf dem Gehöft aufgetaucht und haben eine Menge Ärger verursacht. Keine Ahnung, wo die herkommen oder für wen die arbeiten, aber ich bin mir sicher, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Ich habe sie vielleicht über so ein paar Dinge sprechen hören, die euch interessieren könnten. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr die Rohlinge hinterm Bauernhaus. Wenn man euch ertappt oder umbringt, ich weiß nichts von euch. Hab euch noch nie im Leben gesehen. Viel Glück, Mädel. Danke. Ja.
Ja, dann auf ins Verderben. Ja, ich würde euch das vorlesen, was die sagen, aber naja, okay. Ja. Auf jeden Fall müssen wir sterben. Oder die wollen, dass wir sterben. Bleib weg. Ich brauche ein Ziel. Ernsthaft. Jetzt hat die. Und dann darf ich das ganze Kinkerlitzchen nochmal machen. Oh. Nur weil irgendjemand meint, hier mir die Quest wegzunehmen. Ja, das hasse ich eigentlich, dass Spieler meinen, mir das wegzunehmen. Oder ich finde das gerade nicht in Ordnung, weil jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ja. Dann nochmal aufs Neue. Yay! Natürlich freue ich mich nicht darüber. Ja, komm, quassel nicht so viel, sondern greif einfach an. Hä? Oh, ein Schuss. Ich bin doch schon da. Da ist Horatio. Das Licht sei mit euch. Wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, Grünschnabel. Niemand bringt so einfach am helllichten Tag den reichsten Landstreicher vom Westfall um, ohne dabei Zeugen zu hinterlassen. Hinter diesem Mord steckt jemand mit einer Menge Macht. Was habt ihr bisher in Erfahrung bringen können? Die Vernehmung der Saldin. Was wissen wir also bisher? Wir müssen unseren Anhaltspunkten folgen. Drüben auf Jansens Hof habt ihr einen durchnässten Briefen und ein paar rote Stofffetzen gefunden. Hier auf dem Hof der Braunwirbels habt ihr ein Gespräch zwischen einer merkwürdigen Gestalt und einem Ogermagier belauscht. Ihr habt außerdem die Gegengeständnisse von ein paar Schlägern, den Mord begangen zu haben, woraufhin ihr die Schläger getötet habt. Da passt einiges nicht zusammen, Grünschnabel. Südöstlich von hier lebt ein älteres Ehepaar auf Saldens Hof. Macht euch auf den Weg dorthin und sprecht mit Bauer Saldin. Findet heraus, was er weiß. Okay, natürlich. Warum auch nicht? Ja, also wir haben die Quest, die Vernehmung der Saldin. Und ich möchte gucken, dass ich gerade, ich muss da gerade auslaufen. Ich glaube nicht, dass es diese Folge was wird mit der Instanze. Aber ich werde gucken oder mein Bestmögliches geben, dass ich es in der nächsten Folge. Werden wir die ein oder andere Instanz Dungeon laufen. Definitiv, das ist versprochen. Und ja, jetzt reden wir erstmal mit Saldin, aber nicht an Gegner, also ich will nicht wieder irgendein Gegner in die Arme laufen müssen oder wollen, beziehungsweise, und von daher, ja, werden wir jetzt hier alles in der Tasche.
Uiuiui, das ist gut. Okay. Ja, wie ihr seht, bin ich voll. So. Ehre dem König, Freund. Mein ganzes Leben habe ich in Westfall verbracht, Schwester. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen Westfall der blühendste Landstrich jenseits des Schlingdorntals war. Doch diese Tage sind längst vergangen. Zwar werden wir nicht mehr von den Zephyrs bedrängt, aber die Auswirkungen ihrer Schreckensherrschaft sind noch spürbar. Und zu allem Übel erleben wir hier auch noch den steilsten wirtschaftlichen Abschwung der Geschichte. Das gesamte Gold, das wir im Kampf gegen die Geisel verwendet haben, raubte jedem, der nicht für das Militär arbeitete, die Stelle und schließlich sein Heim. Ratet mal, wo die gelandet sind. Horatio Lane, der Mann ist ein Drecksack, so dreckig wie meine Unterwäsche. Dann wasch die doch mal. Hör zu, meine Liebe. Ich erteile nicht oft solche Ratschläge, aber ihr scheint mir eine aufrichtige Frau zu sein. Verschwindet aus Westfall. Ihr steckt schon bis über beide Ohren im Mist. Was ihr da gerade macht, ist so, als würdet ihr euren Kopf unters Bein legen. Ja und? Irgendwo, naja. Okay, dann nehmen wir die Zeiten, sind schwer an. Und ich glaube, ein paar Minuten mache ich noch, ich weiß es noch nicht. Das sind schwere Zeiten, Schwester. Da jetzt die geknechteten Massen aus Sturmwind hierher nach Westfall auswandern, sind unsere Vorräte knapper denn je. Das Volk ist unruhig und braucht Hilfe. Unser Farmhaus dient schon seit Jahren als Behelfsunterkunft. Palma gibt sich alle Mühe, unsere Gäste am Leben zu erhalten, aber manchmal werden sie von den Erntebehütern erwischt. Das sind diese missratene Ungetüme, die sich auf meinem Feld herumtreiben. Ein kleines Geschenk, dass die Delphias zurückgelassen haben, als die vertrieben wurden. Helft uns. Ja, klar. Das Licht segne euch. Also ich glaube, wir nehmen jetzt die Quests an und mal schauen. Kann ich euch helfen? Westfall-Eintopf. Hallo, meine Liebe. Willkommen in unserem Zuhause. Ihr seht aber nicht aus, als ob ihr obdachlos wärt. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Wenn das so ist, dann kommt ihr gerade rechtzeitig. Ich plane ein Abendessen für die Kinder und ich brauche ein paar einfache Zutaten. Wenn ihr mir ein paar Okraschoten, Greifer-Zahnflanken und sehniges Fleisch bringt, kann ich meinen berühmten Westfall-Eintopf zubereiten. Ihr könnt all diese Zutaten in der Nähe unserer Farm finden. Nehmt euch nur vor den Erntag. Braucht ihr Hilfe? Vor dem Erntebehüter in Acht. Das sind gnadenlose Vernichtungsmaschinen. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ich werde mit euch auf jeden Fall jetzt erstmal doch diese Quest machen. Einfach. Dann geht das halt. Mal gucken, wie lange wir dann machen. Irgendwie will der das Tier nicht sterben, habe ich das Gefühl. Oder wir haben es nicht richtig. Also 17% habe ich noch. 4%, okay. So, wir werden erstmal Schweinchen töten. Verdammt, das hört sich auch an. Wir werden erstmal ein paar Schweinchen töten. Ich sollte mich mal eben teilen.
nur 3 von 6. Hilft es auch nicht mal viel. Dann haben wir schon mal alle Zutaten beisammen. Oder zumindest ein Teil der Zutaten, je nachdem, wie lange wir hier jetzt mal brauchen, bis die hier mal wirklich umfallen. So, ein Schweinchen brauchen wir noch. Ein Schweinchen. So kriegen wir wenigstens weniger Schaden. Und das ist auch, glaube ich, gerade besser für uns. So, die Schweinchen haben wir schon mal. Yay, Schweinchen haben wir schon mal. Yay, aber jetzt brauchen wir diese Kojoten, glaube ich, auch noch. Ja. Nee, die Kojoten brauchen wir gar nicht. Ups, umsonst angegriffen. Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte die nicht jetzt einfach so platt machen oder geschweige denn angreifen. Wir brauchen, glaube ich, ja, die Vögel bräuchten wir. Genau, da war was. Vögel. Also natürlich werden wir die Vögel auch so 1 von 6. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Vögeljagd. Das wäre gerade sinnvoller, wenn ich mich hier, wenn ich jetzt die, ja, die auch sehe. Aber ich muss gucken, dass ich nicht angegriffen werde und ich laufe nicht so schnell wie der Vogel, aber mit dem komischen Fuß komme ich hier ziemlich viel vom Himmel runter und muss den nicht hinterher rennen, weil da vorne ist auch ein Kojote und ich habe keine Lust, den auch noch hier zu mir zu locken. Darauf habe ich jetzt gerade mal wirklich keine Lust. Natürlich nehme ich... Oh! Wieso ist hier so ein grauer Drache? Wieso ist der hier so? Das verstehe ich nicht. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben, warum das hier so grau ist? Und warum das so ist? Vultros. Ah. Das ist irgendwie ein Boss von denen? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was ein Boss von dem ist. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mir ja auch mal gerne in den Kommentaren schreiben, warum der eine so war. Aber der ist auch größer als die anderen. Das wird mich jetzt mal echt interessieren. Warum der so ist oder so war. Warum der so einen grauen Drachen hatte. Aber ich habe auch was bekommen, das schicke ich gleich mal nach. Was das war. Oder was wir von ihm bekommen haben. Also ich würde ja jetzt ganz stark, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass er irgendwie ein Boss wäre gewesen war. Da ist. Nee. Ganz ehrlich, nein. Das möchte ich nicht. So, ein Vögelchen brauchen wir noch. Und da hinten fliegt schon einer. Das ist ja auch schon mittlerweile der zweite, den wir davon hatten, mit dem grauen Drachen. Erinnert ihr euch noch an der Höhle, wo ich war? Da war ja auch so ein
Kobold, der ja auch so einen grauen Drachen hatte. Aber ich hab nicht richtig drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da echt nicht drauf geachtet. So, und jetzt müssen wir nur noch uns um das Feldtier kümmern. Und 5 Minuten noch, dann bin ich Level up. Yay. Aber vorher werden wir uns den Erntegebieter, ich frage mich mal, wenn er dann so angreift, Erntegebieter, müsste er nicht dann sich um die Ernte kümmern? Normalerweise müsste er sich doch um die Ernte kümmern, oder nicht? Eigentlich schon, oder? Normalerweise müssten die sich ja um diese Ernte. Ach, egal. Ich denke zu viel nach. Ja, und wie gesagt, ich mache jetzt ein paar Minuten länger. Ich glaube, ich mache hier die ganzen Quests fertig. Annehmen. Ihr habt etwas gefunden, das offenbar das Herz eines Erntebehüters ist. Dem Geräusch nach zu urteilen, das von dem Gerät ausgeht, ist es noch immer voll funktionsfähig. Vielleicht solltet ihr es zu Bauer Saldin zurückbringen. Okay. So, wir haben natürlich noch eine zweite eine Quest gefunden, der hier dieser Erntebehüter uns gegeben hatte im als Beute. Und da bin ich mal gespannt. Wir brauchen natürlich auch, wir haben erstmal 3 von 10. Das heißt, uns fehlen noch definitiv noch 6 im Moment. Wenn wir den haben, fehlt uns nur noch 7 fehlt uns. Ja, 6 fehlt uns dann, wenn wir den jetzt noch fertig haben. Fehlen uns noch 6 von diesen Erntebehütern. Das kann echt dauern. Fällt mir gerade mal so ein. Aber egal. Ich will mit euch mal. Ich mache das deswegen. Ich ziehe das jetzt deswegen die Aufnahme in die Länge. Aus dem Grund, weil ich will die nächste. In der nächsten Aufnahme möchte ich gerne mit euch in die Instanz gehen. Und daher will ich hier schon mal soweit die Quest wenigstens fertig haben. Dass ich wenigstens sagen kann, okay, wir haben hier soweit die Quest fertig, die wir angenommen haben. Und ja, und es ist ja auch nicht verkehrt, finde ich, jetzt gerade mal eben hier die Quest hier anzunehmen oder für eben für diese Folge fertig zu machen. Abgehen weiß ich nicht, vielleicht gebe ich die auch morgen ab, aber ich muss hier einmal hier ausweichen, weil sonst haben wir gleich noch eine Schule hier. So, 3 von diesen Erntedinger brauchen wir noch. Aber ich müsste mich einmal schnell heilen. Und auch hier diese Okra. Das Schöne ist, wenn jemand noch mal zusätzlich hier angreift, dass hier, dass ich da wirklich jetzt einfacher habe noch. 9. Also einer fehlt uns noch. Und natürlich locken wir den hier schon mal an. Ja, 3 Minuten, dann sind wir Level out. Und mal schauen, vielleicht gebe ich auch die Quest dann ab. Oh, ich glaube, wir sind hier schon fertig. Yep. Also wir brauchen hier jetzt nicht mehr. Brauchen hier auf jeden Fall nichts mehr. Das ist schon mal gut, finde ich. Ja, komm, wir gehen. Brauch die Hilfe. Nee, erstmal will ich verkaufen, weil wir haben hier viel zu viel Schrott. Das ist eine Quest, das brauchen wir nicht. Das. Ich brauche keine Heiltränke aus den Gründen schon, weil ich ja heilen kann. Und daher ist es echt schwachsinnig, wenn ich hier wirklich
noch Heiltränke hier bei mir rumschrammen gerade. Du weißt was, ich will das hier löschen. Danke. Seid vorsichtig. Und ach, seid ja, gegrüßt. Wir können jetzt, die Zeiten sind schwer. Danke, Schwester. Ihr habt Salma und mir einen großen Dienst erwiesen und ich verspreche euch, dass wir das so schnell nicht vergessen werden. Viel Geld habe ich nicht, aber ihr könnt euch gern an dem bisschen verdienen, das ich habe. Ja, es ist okay. So. So, dann eben Herz des Herz eines Erntebehüters. Was habt ihr denn da, Nisjaha? Ist das etwa das Herz eines Behüter? Ich habe Geschichten darüber gehört, wie man eines von diesen Dingern dazu benutzen kann, einen Behüter für den Eigengebrauch anzutreiben. Natürlich bin ich selbst nicht mehr in der Verfassung, solche Dinge selbst zu versuchen. Es lebt. Soweit ich gehört habe, müsst ihr nur einen geeigneten Erntegolem finden und rein mit dem Herzen. Sobald das erledigt ist, solltet ihr die volle Kontrolle über das Geschöpf haben. Ich glaube, es gibt ein ganzes Feld mit überladenen Erntegolems westlich von hier, auf dem Hof der Molsens. Haltet nach den Lichtbögen Ausschau. Falls ihr einen zum Laufen bringen könnt, benutzt den Golem, um die aufgeladenen Ernteschnitter auf dem alten Molsenhof zu zerstören. Die Monster dort sind viel zerstörerischer als die auf unserem Hof hier. Okay. Für die Allianz. Also wir haben jetzt eine Quest angenommen, aber die mache ich mit euch in der nächsten Folge. Jetzt werden wir erstmal noch den Westfall-Eintopf die Quest abgeben. Das Essen ist fertig. Sobald ich alle Zutaten habe, beeilt euch. Habe ich doch schon. Seid gesegnet, meine Liebe. Diese armen Waisen haben schon seit Tagen keine warme Mahlzeit mehr bekommen. Es sieht so aus, als hätten wir genug übrig, um noch viele weitere Obdachlose Westfalls zu versorgen. Ja, das freut mich. Das freut mich wirklich und nee, Ausdauer. Ich brauche keine Ausdauer. So, was habe ich hier? Talente. Ui. Oh. Ah, jetzt ist meine Frage. Ich überlege gerade, nehme ich denn da? Eigentlich Sühne. Ja, ich nehme das. Punkt. Warum? Ja, weil das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja um heilen. Also ich nehme das jetzt, weil das was mit Heilung zu tun hat. Und daher, ja. So, die nächste Quest nehme ich aber jetzt nicht an. Ich scroll mal eben zu mir. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch wirklich nur, dass ihr... Also wir werden in der nächsten Folge werden wir die erste Dungeon machen. Dann werden wir hier weiter questen und hier mal ein bisschen aufräumen. Den Leuten helfen, die unsere Hilfe hier brauchen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass halt alles so... chaotisch war. Und lasst doch bitte ein Abo da und ein Däumchen nach oben wäre auch ganz schön. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ja, und in der nächsten Folge werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Und für World of Warcraft werde ich jetzt auch mal gucken, ob ich einen schönen Endscreen herstellen kann. Aber das kann ich euch noch nicht versprechen, weil ich erstmal wirklich gucken muss, wie ich da am besten ja die Endscreens für World of Warcraft machen soll. Vielleicht benutze ich auch ein paar Videos dazu oder Ausschnitte eines vom Videos. Ich weiß es halt nicht. Ich muss halt, wie gesagt, gucken.
Ja, und ich wünsche euch was, alles, alles Gute und einen schönen Restsonntag wünsche ich euch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.